So, jetzt läuft die Aufnahme. Wir machen einen Sonderpart, würde ich sagen. Nennen wir es mal Mario Maker 2. Lange, lange ist es her. Und das hat einfach den folgenden Grund, dass ich schon vor Ewigkeiten versprochen habe, wenn ich Sommerferien habe, spiele ich endlich mal die ganzen neuen Level von Joris. Also von Sonne und Joris sozusagen, ne? Und das habe ich gekonnt verdrängt. Es schlägt ganz schön laut aus, ist es? Ich hoffe, es passt so. Nicht, dass ich jetzt zu laut bin. Ich habe ewig nicht mit der Konstellation aufgenommen, deswegen ich hoffe, es funktioniert alles. Aber es sieht soweit gut aus. Bis auf, dass es teilweise echt laut ausschlägt, aber ich glaube, das war schon immer so. Ich bin mir nicht sicher. Wie auch immer. Wir gehen einfach mal hier rein. Ja, das, boah, da gibt es jetzt bestimmt eine Menge. Ach komm, wir gucken mal kurz, was alles los ist. Eigentlich ist nur das relevant, ne? Ja, naja, naja. Das ist Ninja-Dinger. Ansonsten, okay, tschüss. Und dann gehe ich einfach mal auf Sonnes Profil. Wie ging denn das jetzt? Finde ich Sonne so? Ja, genau, perfekt. Und dann gucken wir mal, was wir alles noch nicht gespielt haben. Und wie weit ich da jetzt runterscrollen muss, bis die erste Fahne auftaucht. Ah, okay, das war gar nicht so viel. Das kriegen wir ja wirklich in einem Part rein. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich wollte gerade sagen, ist das zufällig tatsächlich das Level 11? Nein, es ist 1 Fragezeichen, Ausrufezeichen. Okay. Aber es hätte eine 11 sein können. Es war jetzt voll lustig. 12. 13. Und dieses Level heißt einfach 11. Ah, nee, das ist 1. Ach ja, das hat Sonne mir erzählt, dass jetzt alle Level 1-1 heißen müssen. Genau, das hat Sonne mir erzählt, dass jetzt alle Level 1-1 heißen müssen. Okay. Dann, ich hoffe, ich kann die einfach so durchspielen, wie sie jetzt da kommen. Und mache jetzt nicht irgendwas falsch. Wir werden sehen. Geburtstagslevel für Papa. Das ist doch auch schön. Da durfte dann der Papa zum Geburtstag ein Level spielen. Okay, wir müssen Cape Mario werden. Es ist also ganz wichtig, eine Cape zu bekommen. Ah, da ist es schon. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Oh Gott, ich kann die Steuerung. Oh mein Gott, ich kann. Oh mein Gott, ich kann die Steuerung nicht mehr. Ach du Schande, ist das ungewohnt. Eieiei, ich spüre das gerade so. Allein das. Oh Gott. Das könnte sein, dass ich jetzt gewisse Level tatsächlich nicht gut spielen werde. Hilfe. Yay. Schöne Münzenreihe. Und da drüben wird Happy Birthday geschrieben. Yay! Sehr schön. Na, das war doch toll. Okay, da fliegen wir jetzt ins Ziel. Hui! Oh, okay. Wir fliegen nicht ins Ziel, okay. Haben nicht gesehen, dass da Decke ist. Dann fliegen wir nicht ins Ziel. Schön! Schön. Da gibt es auch an sich nicht allzu viel zu sagen. Ich wäre fast jetzt versehentlich ich bin's nicht mehr. Wenn ich jetzt versehentlich ein Level buhe, sorry, ich bin's nicht mehr gewohnt zu spielen, Mario Maker. Ich bin's einfach nicht mehr gewohnt. Gibt's von euch eigentlich
Leute, die aktuell noch was bauen, die sagen, hey, spiel doch mal dieses und dieses Level von mir. Weil eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so viele Parts zu dem Spiel hochgeladen. Ich habe damit eigentlich abgeschlossen, aber wenn es halt von euch Leute gibt, die sagen, das und das Level wäre cool, wenn du das spielen würdest, kann ich das schon irgendwie versuchen noch zu machen. Ich meine, ich habe ja hier meine Liste. Ich gehe ganz kurz zurück. Ich habe ja hier meine Liste, in der alle drin sind, denen ich folge. Oh mein Gott, das Internet ist ja wahnsinnig langsam heute. Was ist denn da los? Gut, dass wir keinen Multiplayer spielen. Na, wo alle drin sind, denen ich folge. Zum Beispiel die Musiklevel wird mich schon wieder reizen, wenn ich das jetzt sehe. Die neuen Musiklevel und so weiter. Hier, wenn RBC da irgendwas... Och. Und wer war denn noch dieser andere Musikersteller? Da war doch noch so ein Musikersteller dabei. Ach, guck mal, auch das ist gar nicht mal so viel gewesen. Wobei ich halt da die Sonne-Level gespielt habe. Wahrscheinlich. Ja. Aber ich will eigentlich nicht mehr anfangen da jetzt. Das ist echt schwierig. Ich meine. Ach, keine Ahnung. Ich bin im Moment so richtig in Isaac drin. Und dann. Nee, man kann. Ah, Cardboard war auch ein großartiger. Ein großartiger Musik-Dings-Level-Bauer. Da war noch irgendeiner war da noch, aber wahrscheinlich ist der jetzt gar nicht hier mit neuen Leveln vertreten. Scheinbar nicht. Okay. Wie komme ich denn jetzt wieder? Ah, wir können hier ganz kurz durchgucken. Devory war das, ne? Devory war der Typ mit den Musik-Leveln. Ja, und der hat gar kein neues. Ja, guck, das ist nämlich das so. Irgendwie hat sich halt Mario Maker 2 auch jetzt so langsam mal erledigt. Ne? Also, man kann es halt nicht unendlich lang spielen. Okay, genug gequatscht, wir machen weiter mit den nächsten Leveln. Hui. So. Vielleicht machen wir dann auch doch mehr Teile draus, wenn ich hier schon wieder die ganze Zeit verquatsche. Aber wir sind erst bei 7 Minuten. Alles gut. Ich dachte, ich bin schon länger im Video. Alles gut. So, Joris 4, neues Level. Jetzt habe ich die Beschreibung nicht gelesen. Ich hoffe, da stand nichts Wichtiges. Muss ich nachher nochmal... Gucke, da bin ich recht gezielt in eine Kiste reingesprungen. Okay, das sind überall Kisten. Alles klar. Konnte ich hier runter? Ja. Sind hier auch? Okay, das sind keine Kisten mehr. Okay, hi. Gib mir den. Gib mir das. Dankeschön. Nein! Okay, muss ich... Ist der... Hat der... Uah! Oh Gott, ich kann das nicht mehr. Oh Gott, jetzt muss ich hier komplett ohne Power-Up kämpfen. Lass... Ah! Der hatte sogar keinen Schlüssel. Okay. Oha. Das sieht ja gefährlich aus. Da gehen wir lieber nicht ran, lang. Oh, Geld. Oh, Münzen. Oh Gott. Ah, nee, der kann nicht. Ja, genau. Hui. 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 Oh nein. Nein, stopp. Ich hab's mir gerade noch gedacht, dass das nicht die beste Idee von mir war. Und hier ist jetzt aber wahrscheinlich keine... Nein, das... Das war keine gute Idee von mir. Okay. Da müssen wir nochmal neu durch. Aber da bin ich selber schuld. Oh, der wäre ein Pilz gewesen. Ja, siehst du mal. Was man alles so verpasst. So, jetzt aber. Hui. 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 Und jetzt hier rum. Nein. Lass mich... Nein! Lass mich ins Ziel. Okay, schön. So, prima. Dann... Weiter im Programm. Hallo von Joris. Oh, 1,31 der Weltrekord. Heißt das, das Level ist wirklich länger? Ah, ZB, okay.
Wir gucken mal, wir gucken mal. Da bin ich ja mal gespannt. Ah, ich hab die Dings nicht geguckt. Die Beschreibung vom letzten Mal. Muss ich noch reinschauen. Oha, das sieht ja jetzt schon gefährlich aus. Okay, Ranke. Hoch hinaus. Oh, wait, jetzt muss ich gucken. Hab ich wieder vergessen, wo ich lang kann. Okay, da will ich nicht rein. Ich will also in den dritten. Okay, jetzt gibt's eine Blume. Wir wollen uns mal ein paar Blumen aufheben, falls wir getroffen werden. Dann können wir uns die vielleicht wieder... Naja, nee, können wir nicht. Komme ich da hoch? Ha! Ist da was? Oh, komme ich da hoch? Übrigens, so langsam komme ich schon wieder rein ins Spiel. Also das war nur am Anfang. So ungewohnt einfach die Steuerung. So richtig ungewohnt. Oh, hier sind solche Blumen. Okay. Wir müssen erstmal gucken, was genau das Ziel ist. Also gehen wir erstmal hier hoch. Okay, da geht es noch höher. Oder auch nicht. Achso, hier kann ich nicht so rutschen. Oh, ja, okay. Und jetzt, wenn ich hier lang gehe, bekomme ich die andere Blume nicht. Ah, Mist. Aber vielleicht... Oh mein Gott. Vielleicht brauche ich die auch gar nicht. Hilfe. Will ich euch kaputt machen? Ich probiere es mal. No. No. So, hier. In your face. So, hier. Und... Nein. Nein. So. Gut. Und der noch. Oh, der, okay. Ich glaube, die haben keine Schlüssel. Nee, okay. Gut. Oh, das sind nochmal solche. Okay, jetzt nehme ich mal eine mit. Und dann fliegen wir mal hier unten. Okay, hier unten fliegen wir nicht. Oh, ich brauche aber einen Schlüssel. Irgendwoher brauche ich einen Schlüssel. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich... Nee, wenn ich da oben reinspringe... Oh, dann ist ja alles vorbei. Da will ich auf gar keinen Fall reinspringen. Ach so. Wait, muss ich den jetzt da durchlotsen? Ah! Verstanden. Okay, so. Und jetzt? What? Brauche ich noch einen Schlüssel? Aber wie sehe ich denn? Ach so, es muss andersrum. Okay, der läuft da oben lang. Und ich muss den passend fallen lassen. Aber sehe ich den? Nein. Ah, falsch. Ich muss das wieder drücken. Also am Anfang ist der da. Dann läuft der und läuft und läuft und jetzt vielleicht. Ah, verdammt. Ja, das... Ich bin dabei. Nein! Okay, wie mache ich das? Hä, bin ich... Ist der so schnell? Oder ist der immer woanders? Und ich kann das gar nicht so kontrollieren, wie ich mir das gerade denke. Nee, jetzt fällt er schon hier wieder runter. Okay. Ah, Mist, ich hab's vergessen. Ich muss so rummachen. Ich frag mich halt, ob ich irgendwie dafür sorgen könnte, dass ich den sehe.
Ach, verdammt. Nein, ich muss das wieder drücken. Nein! Okay. Wie machen wir das denn? Nein, das war total knapp. Nein, schon wieder. Wir haben es gleich. Es ist nur ein bisschen knapp mit der Zeit. Oh mein Gott! Das war spannend. Das war spannend, ob das noch klappt oder nicht in der Zeit. Huh! Okay, jetzt verstehe ich den Weltrekord. Das, ja. Da musste man ganz schön viel Glück haben am Ende. Okay. Buhu. Achso, ich wollte hier die Beschreibung lesen, falls es eine gibt. Ja, Joris 4, neues Level. Joris 4, neues Level mit Mamas Hilfe. Oh, 2,1%. Da muss ich mich ja anstrengen jetzt hier. Okay. Gucken wir mal. Yo, gib mir mal den Schuh. Ich wollte den Schuh eigentlich nicht ins Gesicht bekommen. Aber den Schuh hätte ich dann schon gerne gehabt. Okay, da kam er wieder ins Gesicht, der Schuh. Komm her, Schuh. Jetzt. Okay, sehr gut. Oh, kann ich da hoch? Ah, will ich aber gar nicht. Okay. Da ist der Schuh wieder weg. Ja, ich hab hier ganz böse... Boah, mein Gott! Ich kriege hier gleich den Schreck meines Lebens. Ja, so viel dazu. Mach dich weg. Das Gute ist aber, den kann ich... Ja, den kann ich jetzt nämlich benutzen. Um alles vor mir zu sichern. Oh no. Das ist vielleicht jetzt nicht so günstig. Das ist vielleicht nicht so günstig. Ja, der wird jetzt jedes Mal wach und dann... komme ich da nicht schnell genug durch. Ah, doch. Sehr gut. Du bist meine Lebensversicherung. Oh, okay, das hat sich erledigt. Oh Gott. Okay, ich brauche... kann ich da... Ich traue dem Braten hier nicht. Ich brauche einen Schlüssel. Hier kommt gleich irgendwas wieder angeschossen. Okay, nee, da kommt erstmal nichts mehr. Ah, hier war die... Hier ist der Schlüssel drin, ne? Nee, hä? Ach so! Hier ist der Schlüssel... Muss ich die alle kaputt machen, oder was? Da habe ich jetzt Glück gehabt. Wenn... Eieieiei. Da habe ich jetzt aber Glück gehabt, dass ich das schnell genug gerafft habe. Ah, lass mich durch. Uff. Okay. Hilfe. Ja, lass mich durch die Tür. Okay, was jetzt? Hör!
Ihr seid ganz schön gemein. Hilfe. Wait, jetzt bin ich wieder hier? Das ist doch jetzt aber nicht der gleiche Raum, oder? Nein! Ist das der gleiche Raum? Weil das würde bedeuten, dass der Weg nicht der richtige ist. Na, oh mein Gott. Uff. Was habe ich falsch gemacht? Ich muss irgendwas übersehen haben. Kann ich die durch eigentlich killen? Ich wusste das nicht! Das wusste ich nicht! Das ist ja genial! Das wusste ich nicht, dass das geht! Zack! So ein Ding ist das. So. Jetzt aufpassen. Ah, der das killt mich jetzt da, ne? Ich kann den gar nicht... Wait. Ah, da... Okay. Ich wollte gerade sagen, hier oben kann ich mit dem Schuh ja gar nicht lang. Den verliere ich da ja sowieso. Na! Nicht du auch nochmal. So, der kann jetzt weg. Wir wissen, was kommt. Aber jetzt habe ich ja den Schlüssel schon. Also. Jetzt sieht die Sache ja schon wieder anders aus. Jetzt können wir uns das Ganze nochmal genauer anschauen. Was da scheinbar schiefgelaufen sein könnte. Aha! Gotcha! Gotcha! Passieren ganz wilde Dinge. Da ist das Ziel. Wenn ich jetzt richtig falle, dann falle ich richtig. Hey, okay. Ich war mir nicht sicher, ob ich noch irgendwie da hinten irgendwie was mit Stacheln oder so. Puh. Das ist ja auch interessant. Okay. Ja, einmal geht man falsch und dann geht man richtig. Schön. Aber das war gruselig. Ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen Angst. Pow Boom. Pow Boom 047 meine ich. Okay. Joris neues Level. Mit Zielbedingung offenbar. Ach so, ich brauche einen Pow Block. Da ist ein Pow-Block. Da war ein Pow-Block. Wobei, ist das der richtige? Ich brauche einen blauen Pow-Block, ne? Wait, wie komme ich jetzt... Ah, okay. So, wir versuchen mal jetzt erstmal hier hochzugehen. Oh Gott, ich kann nicht mehr mit dem... Doch, so ging das. Okay. Und gucken, ob da was ist. Ach so. Lol. Okay, da ist eine... Will ich der Box trauen? Okay, ich kann der Box trauen. Oh, wenn ich den Pow jetzt hätte, könnte ich da vielleicht durch die Röhre. Oha. Mach du dich mal weg.
Aber auch das ist nicht der Powerblock, den ich suche. Also ich brauche einen blauen. Da ist er. Den da brauche ich. Den da brauche ich. Genau, den darf ich nicht kaputt machen. Okay. Das geht da unten hin. Kann der da runterfallen? Nein. Ah, die Röhre geht auch, okay. Okay, jetzt schwimmen wir eine Runde. Ah ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Lass mir meinen Powerblock. Wie komme ich denn jetzt da raus? Okay, ich muss hier mal kurz. So. Könnt ihr mich treffen? Nee, ich muss klein werden. Okay. Wir müssen uns mal ganz kurz klein machen. Ah, die kommen hier immer wieder raus, die Hämmer. Ah, kann ich hier auch rein eigentlich? Ah, da kann ich auch rein. Oh, bin ich auf der anderen Seite? Ist das die andere Seite? Hilfe? Aua? Nein! Okay, wir gucken mal weiter. Vielleicht finden wir zumindest raus, was ich tun muss. Ja, das ist die andere Seite. Vielleicht kann ich in die Röhre ja auch rein. Ja, so nicht. Oh. Oh, die gehen gar nicht kaputt. Oh, die gehen gar nicht kaputt. Das ist ja auch interessant. Ach, hier in die Röhre muss ich bestimmt rein. Ja, okay. Und dann? Dann komme ich hier raus. Okay. Oh, ich bin doof, ich bin doof, ich bin doof. Das Level ist ja hier zu Ende. Das Level ist ja hier zu Ende. Dann ist die Flagge natürlich irgendwo. Nein! Ja, mach das mal kaputt. Irgendwo hier ist das Ziel. Ja! Und da muss ich jetzt mit meinem Pau hin. Okay, ich hab's gecheckt. So, tschüss. Okay. Jetzt noch. Das wird wieder zeitlich ein bisschen knapper. Aber wir müssen nur noch den Powerblock holen und dann sind wir fertig. Yes! Come on! Yes! Sehr schön. Ich hab's geschafft. Ich hätte mal nachdenken können, das Level hört hier ja auf und in der ersten Welt, wenn es hier aufhört, muss ja hier die Flagge sein. Aber schön, schön zum Nachdenken. Schön zum Nachdenken. So. Okay, alle Mäuse. Joris 4, neues Level mit Mamas Hilfe. Okay. Oh Gott, mein Fuß schläft mir. Hilfe, mein Fuß. Oh Gott, mein Fuß schläft mir. Aha. Hör auf, Fuß. Schlaf nicht ein. Ach, Hilfe. Okay, oh, das, den wollte ich nicht befreien. Okay, da ist nichts.
Ah, Bausi. Okay, ich muss... Au. Ich muss 76 Mäuse kaputt machen. Ja, moin. Die muss ich erstmal alle finden. Okay, hier wird keine mehr sein. Ah, nee, mach dich mal weg, Kollege. Die Frage ist, ob du eine Blume gibst oder nicht. Ja! Eine Blume, sage ich schon, den Schlüssel meine ich. Okay, er gibt nichts, aber das ist gut zu wissen. Okay. Dann geht's jetzt hier erstmal weiter. Okay, ich krieg immer wieder eine Blume, das ist gut. Oh ja, hier gibt's jetzt viele Mäuse. Ach so, heißt es dann, ich kriege jetzt hier alle Mäuse, weil die kommen ja immer wieder neu aus der Röhre raus. Bam, 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 bam. Oh, ich muss mich aber auch noch zu irgendeinem Schlüssel vorarbeiten. Ah, da ist ein Schlüssel. Okay. Fehlen noch ein paar. Ah, dann kann ich das wieder von hier machen. Oder auch nicht. Ach so, die vorderen habe ich jetzt schon ausge... Ah, okay, wenn man die durch hat, dann kommen keine mehr raus. Und zack, dann war das genau ausgezählt. Okay, ich verstehe. Ich dachte, die kommen nun endlich raus, aber nicht, wenn man sie kaputt macht, scheinbar. Ja, Moment. Wo ist jetzt wieder das Ziel? Jetzt bin ich hier mit der Zielbedingung. Aber weiß wieder nicht, wo das Ziel ist. Hilfe? No! No! Geh weg! Will mit dir nicht spielen. Muss ich nochmal hier rein? Da muss ich nochmal genauer gucken. Oh! Kann man in irgendeine Röhre hier rein vielleicht? Nein. Hier hoch kann man auch nicht. Okay. Aber ich kann nur hier rein. Und dann komme ich aber hier raus. Wait, sind hier Blöcke am Rand zum Hochkommen? Oh mein Gott. Aua. Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas habe ich übersehen. Hilfe. No, lass mich in Ruhe. Sind hier Blöcke irgendwo? Huah! Hier vielleicht? Oh Gott. Aber ich komme da oben ja mit der Feuerblume raus. Wo soll ich denn hin? Hilfe?
Was habe ich falsch gemacht? Ja, wie komme ich da hier oben raus? Wait, muss ich hier? Nee. Ja, da müssen wir nochmal durch. Ich habe aber noch gar kein Ziel gesehen. Hat es mit diesem Block hier was, also mit dieser Blockreihe was auf sich? Also wenn ich hier nach hinten gehe, da ist ja auch nix. Oh Mist. Ja, und jetzt ist der Hammer aber schon wieder weg. Also da landen wir jetzt in etwa in der gleichen Situation wie vorhin. Ich muss mal mit dem Hammer die Reihe hier wegmachen. Und mal gucken, ob mir das irgendwas bringt. Nein, den wollte ich nicht. Nein, doch, Bowser. Aber hier ist ja auch, was soll hier sein? Also. Hier kann im Prinzip auch nichts anderes sein. Hä? Ich weiß nicht, wo das Ziel ist. Okay, dann muss in der Zwischenwelt noch irgendwas sein. Ich glaube, ich habe mich hier noch nicht richtig umgeguckt. Ich meine, klar, wir müssen die Zielbedingungen erfüllen. So. Dann muss ich gleich nochmal alle Röhren durchprobieren. Irgendwas habe ich übersehen. Nee, okay. Oh, es gibt... Das war jetzt doof. Es geht hier unten weiter. Oh, komme ich da wieder? Oh nein. Nein, ich wollte nicht hier runter. Okay, aber dann weiß ich, wo ich hin muss. Okay, dann weiß ich, wo ich hin muss. Dann ist alles klar. So, jetzt haben wir hier alle. Ach, die brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt nochmal hier durch die Mäuse durch. So nicht. Neuer Versuch. Und 76. So. Ja, wenn das hier unten natürlich weitergeht, dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Ja,
Okay, ich gehe einmal vorsichtig hier hoch, aber da scheint nichts zu sein. Okay. So, wo kommen wir jetzt raus? Ah, ja. Alles klar. Ja, da war man ein bisschen irritiert, weil man dachte, okay, nach den Mäusen muss ich dann zurück, weil da ja die Schlüsseltür war. Aber die braucht man gar nicht. Okay. Kanonen. Joris 4, neues Level mit Kanonen und anderem. Schwierig, sagt Joris. Na, gucken wir mal. Ob ich das auch schwierig finde. Leben, 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 leben. Okay. Musste mal alles testen, denn man weiß ja nie, es kann ja auch sein, dass da irgendwas anderes drin ist, ne? Oha, da ist ein Eichelpilz. Den hätte ich gerne. Und dann hätte ich aber gerne den roten Yoshi. Roter Yoshi ist weg. Okay, roter Yoshi ist weg, macht aber nichts. Oh nein, 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 nein. Da ist er wieder. Roter Yoshi. Oh, den brauche ich sogar. So, mach dich mal weg hier, Kollege. Oh Gott, was ist denn das für ein Sound? Hilfe! Ach, das sind die Dinger da oben. Hilfe! Oh Gott. Okay. Ah, jetzt! Stopp! Nein, roter Yoshi, bleib hier! Nein, roter Yoshi! Oh mein Gott! Oh Gott, ich hab Dinge getan. Okay, wir kommen durch. Alles gut. Oh mein Gott! Das war nicht, was ich wollte. Kann ich da runter? Aua! Ja? Au. Okay, ja, das ist schwierig. So, jetzt aber hier. Nein, Yoshi! Komm her. So. Okay, diesmal verlieren wir den nicht mehr. Nein, ich will Yoshi damit drin haben. Sehr gut. Nein, ich will nicht, dass Yoshi stirbt, wenn ich den P-Switch drücke. Oh nee, jetzt ist er da drin. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt ist Yoshi noch am Leben gewesen. Doch, da ist er noch. Alles noch da. Es ist alles noch da. Sehr schön. Oh, wie komme ich jetzt da hoch? Mit Yoshi? Oh mein Gott, hier kommt alles Mögliche runter. Okay, jetzt. Yes! Nice! Und jetzt hier runter. Einfach da rein, einfach da rein. Oh, Himmel, hilf. Hoch mit dir! Flatterflug! Yes! Nein! Oh je! Okay, jetzt müssen wir so durch, jetzt müssen wir so durch. Oh Gott, hier ist der neue... Okay, hier ist ein neuer Yoshi. Aber kann ich hier oben überhaupt sein? Ja, kann ich. Ja, cool. Dann war das hier oben der Bonusweg, wenn man es da hoch schafft. Okay, ich verstehe. Na, jetzt... So, jetzt. Und jetzt kommen wir im Ziel raus. Kommen wir im Ziel raus? Yes!
Ja, das war durchaus schwierig. Da hat Joris schon recht. So. Okay. Dann haben wir Pompom fliegt von Joris. Was? Achso, Pompom fliegt von Joris. Verstanden. Pompom. So, ich bin gespannt. Ah ja. So, tschüss Pflanze. Die macht jetzt erstmal einen Abflug. So, damit haben wir die Zielbedingungen erfüllt. Fehlt nur noch Pompom. Oh nee, ich habe keinen. Oh nee, ich brauche den Hammer noch. Aua. Okay, ich muss den Hammer behalten. Deswegen kriege ich auch so viele. Hui. Oh nice, ich habe die richtig kaputt gemacht. Auch schön. Wo ist jetzt der achte Stachi hin? Ich muss einen achten Stachi noch kaputt machen. Ich glaube, der ist aus dem Bild verschwunden. Na gut, dann gucken wir mal, wie der Weg weitergehen würde. Jetzt komme ich nur leider nicht, jetzt werde ich nur leider nicht durchkommen, weil mir der Stachi fehlt. Aber wir können ja mal schauen, was alles so auf uns zukommt. Oh. Ich glaube, ich hätte die Kisten hier hochgewollt. Dann gehen wir mal so durch. Ja. Ich glaube, das hätte ich anders machen sollen. Hilfe! Den da oben wollen wir nicht drücken, glaube ich. Okay. Okay. Das Problem ist halt, es kommt kein Stachel mehr. Da ist aber Pompom. Aber es sind ja alle Stachel. Also das heißt, ich habe auf jeden Fall... Ich gucke nur mal kurz, was noch so kommt, aber wir müssen dann... Ah, hier ist dann okay. Oh, das wird ja sehr interessant auch hier. Was ist hier alles so? Ah, okay. Okay, ich habe verstanden. Wir müssen aber nochmal zurück, weil wir... Also, was heißt zurück? Wir müssen nochmal neu laden, weil wir den Stachy nicht bekommen haben am Anfang. Okay. Jetzt haben wir alle 8. Sehr schön. Jetzt haben wir alle 8. Also, ganz wichtig, am Anfang den Hammer noch behalten. So. Nee, ich muss hier den Hammer verlieren. Okay. Nein, ich komme nicht hoch. Okay, jetzt. Dann passt ja alles. Ich kann keinen Wandsprung mehr. Was ist das denn? Was mache ich denn hier? Ich kann keinen Wandsprung mehr. Hä? Okay, jetzt. Nein! Wieso kann ich keinen Wandsprung mehr? Das sah ja interessant aus. Ach ja.
Ich kriege, ja, stimmt, ich kriege ja nochmal die Katze jetzt gleich, genau. Dann ist ja soweit alles gut. Jetzt müssen wir nur einen von denen besiegen, damit wir einen Schlüssel kriegen. Aber zum Glück bekomme ich hier ja ganz viel, ganz viele Blumen. Ein Schlüssel würde reichen. Okay, perfekt. Aber wir haben sogar zwei. Okay, nice. Puh. Ja, werden immer anspruchsvoller, die Level von Joris. Da merkt man schon. Oha! Wir haben mal durch Zufall einen Rekord geholt. Ich habe es jetzt ja gar nicht versucht. So, 1, 2, 3, 4. Neues Level von Joris. 4 Jahre alt. Vom März 2021. Okay. Muss ich da jetzt? Ja, wahrscheinlich muss ich. Ja, muss man den Pilz verlieren? Scheinbar. Oha, 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 oha. Da kriegen jetzt, werden jetzt hier die Schalter ausgelöst. Okay. Ah. Ich muss den... Ah, okay, ich kriege aber Hilfe. Ich kriege Unterstützung, das ist sehr freundlich. Sehr gut. Oh, eine Mittelflagge heute mal, okay. Ich habe ein bisschen Angst. Wir gehen mal hier runter. Ah, sehr gut. Okay. Ah, das ist ja cool. Okay. Nach der Mittelflagge war es dann kein so weiter Weg mehr. Schön. Das sah jetzt ja auch lustig aus. Okay. Dann haben wir noch ein Level mit einem Namen. Joris ist jetzt schon 4,5. Neues Level. Besiege alle Pompoms 1 und erreiche das Ziel. Okay, hier kriege ich erstmal einen Hammer. Den brauche ich auch. Oh Gott! Ah, hier kriege ich aber einen neuen Hammer. Okay. Schön. Das sieht ja auch lustig aus, wenn er da runterrutscht. Achso, ich muss rumdrehen. Das ist mir auch bald aufgefallen. Okay, du gehst jetzt mal... Ah, nein, nicht hier runter! No! Schnell die Katzenglocke holen. Und dann Abflug mit dir. So. Dann kommen wir da drüben raus. Oh, Hilfe! Oh mein Gott! Okay, alles klar. Oh, da ist Pompom. Die müssen wir besiegen. Tschüss. Lol, Pompom wird entführt von den Winden. So, jetzt aber.
Sehr schön. Pompom wurde entführt. So. Ah nein! Hilfe! Okay. Ich habe Angst, wenn ich da runtergehe. Oh nein. Don't kill me, please. Danke. Aber der ist noch in Gefahrenreichweite. Wenn er jetzt zurückkommt, habe ich ein Problem. Wo ist denn der jetzt? Ich glaube, der ist weg. Ja, der ist weg. Okay. Oh, Mist. Aber ich brauche den da drin. Wait, ist das das Ziel? Das ist die Zielfahne, ne? Richtig getriggert? Nee, oh! Ja, aber das Problem ist... Jetzt dreht er sich richtig rum, ne? Ja, das ist jetzt schlecht. Kriege ich den irgendwie gedreht hier? Ich probiere mal was. Nein, ich kann mich nicht... Ich wollte mich rollen, aber es ging nicht mit dem Wasser. Das wollte ich machen. Ich konnte mich nicht rollen. Oh, verdammt. Okay. Okay. Das ist auch schon ein ganz schön ordentliches Level. Kann man nicht anders sagen. So, warte, ich muss jetzt irgendwie den Dings wieder auslösen lassen. Ah, hier. Verstanden. Okay. Ah, hier kann ich mich rollen. Hä, warum konnte ich das da drüben nicht? Irgendwas scheint da schiefgelaufen zu sein. Ah, nö. So. Aber mir ist ja klar, was ich tun muss. Ich muss es nur hinkriegen. Nein, das ist jetzt... Das ist jetzt... Nicht so gut. Okay. So, jetzt kriegen wir das hier auch schneller hin. Sehr schön. Na! Oh, das juckt ihn gar nicht. Das ist ja ärgerlich. Nicht hier runter, nicht hier runter. No! So, jetzt aber. Okay. Perfekt. So, Pompom, komm ran. Ah, nee, Mist. Sehr schön. So, jetzt darf ich mich nicht nochmal treffen lassen. Sonst haben wir gleich wieder das gleiche Problem. Dass ich dann hier ein Problem bekomme. Okay, sehr gut. So, jetzt muss ich den irgendwie antriggern und dann hinterher. Hinterher! Nein! Ich muss den verfolgen, sonst... Och, Mann. Okay, nochmal von der anderen Seite.
Ich will keinen Wandsprung. Mann, ist er noch da? Yes. Jetzt ist alles gut. Weil jetzt switcht der da hin und her. Wollte ich da rein? Okay, wohin geht die Röhre? Ah, die geht einfach dahin, dann geht die wieder zurück. Okay. Ah, okay, alles klar. Uff! Ich dachte schon, ich bin in irgendeine Falle getappt. Okay, alles gut. Sehr schön. Oh, das war ganz knapp am Weltrekord vorbei. Sehr schön. Okay. Da ist jetzt das 1 Ausrufezeichen. Vom April. 1 Ausrufezeichen Joris 4. Jetzt ist er nicht mehr 4,5, jetzt ist er wieder ein halbes Jahr jünger. So. Oha. Kriege ich den Stern irgendwie? Ja, sehr gut. Der ist durchaus nützlich hier. Okay. No! Oha, okay. Wie mache ich das denn jetzt hier? Oh nein! Das ist jetzt nicht gut. Hilfe! Oh, zum Glück kam da nicht noch eine. Ich dachte schon. Ich hatte schon Angst. Oh, jetzt habe ich keinen Pilz. Oh, jetzt kriege ich keine Mittelflagge, weil ich keinen Pilz habe. Oh. Ich habe noch ein ganz anderes Problem. Ich darf hier nicht durch. Hier darf ich zurück und mir einen Pilz holen? Ja, sehr schön. Sehr schön. Okay, wir wollen den roten Yoshi haben. Und einen Eichelpilz. Dann wollen wir nicht darunter fallen. Hier auch nicht, hier auch nicht. Da wollen wir durch, okay. Ziel! Sehr schön. Hui! Oh. Ich dachte, wir gehen noch auf eine Reise, aber die Reise wurde nicht mehr beendet. Okay. Dann kommt jetzt Joris. Jetzt ist wieder 4,5. Wirrwarr. Jetzt vom Mai. 3,50 Weltrekord. Na, ich bin gespannt. Okay, let's go. Wahrscheinlich ist es dann wirklich ein Wirrwarr. Wir gucken mal rein. Alle Pompoms, 2, okay. Also ich weiß ja, ich bin in der Ebene, wo das Ziel sein wird. Ich schwimme jetzt einfach mal so weit ich kann und guck mal, was passiert. Meist funktioniert das ja. Da kommen die Pompoms. Oh je. Alles klar, hier ist Ende. Tja, nah dran. Okay, also ich kann nicht untenrum abkürzen.
Oh, da will ich gar nicht rein. Da will ich gar nicht rein. Ciao. Da will ich doch erst eine Runde schwimmen, nämlich zu der Katzenglocke. Genau. Oh Gott! Na, das war ein kurzes Vergnügen mit der Glocke. Tschüss. Oh, jetzt bräuchte ich einen Schlüssel. Ah, perfekt. Nein! Ich werde doch nicht an dem kaputt gehen. Ich gehe hier in Sicherheit. Sehr schön. Oh, da ist Pompom. Und wir kriegen jedes Mal einen Boomerang spendiert. Sehr schön. Perfekt. Schlüssel Nummer 1. Und vor allem Bum-Bum Nummer 1. Und hier ist die zweite Bum-Bum, ne? Ne, hier ist nicht die zweite Bum-Bum. Wo ist die zweite Bum-Bum? Oh. Hier gibt es noch eine Subworld, habe ich gar nicht mehr. Oha. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass es hier noch eine Subworld gibt. Oh, geht die Tür da unten rein? Dann will ich da nicht hin. Dann gehen wir lieber hier runter. Ich vertraue dir. Okay. Ich hatte schon Bedenken. Hä? 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 Aber gerade konnte ich doch da durch. Hä? Ja, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt ungünstig. Aber wie habe ich das am... Wie habe ich das beim ersten Mal geschafft, dass ich da nicht den Block ausgelöst habe? Da muss ich ja einen richtig guten Sprung gemacht haben, Mensch. Mist, da hätte ich sogar retten können. Oh nee. Da hätte ich es sogar retten können in dem Moment. So. Ach komm. Mach mal so. Easy. So, aber hier muss ich richtig kämpfen. Haben wir vorhin schon gesehen. Zum Glück habe ich hier diese Plattform. So. Zack. Zack. Na toll. So. Okay, so. Jetzt gehen wir erstmal woanders hin. Ich habe da was gesehen. Hier oben kann man auch noch hin. Wir schaffen das! Jawohl. So, wo geht's denn hier hin? Nirgends. Okay, gut zu wissen.
Ha, jetzt muss ich wieder in die Subworld. Oh je. Ich meine, ich kann ihn ja gleich wieder verlieren, theoretisch. Das ist ja nicht... Oh, ich habe da eine Idee. Nein? Okay. Wenn ich nämlich nicht den Dings habe... So, du bleibst mal hier. Ja. Mit genau. Mit der Katze geht es nämlich kaputt. Und ich hatte nur vorhin das... Ich konnte es nur vorhin nicht kaputt machen, weil ich die Goomba-Dings auf hatte. Genau, das war das Problem. Okay, gut. Oh, hier ist die zweite Pompom. Sehr gut. Mist, jetzt ist er oben. Genau bei mir, perfekt. So, aber welche Tür ist denn jetzt die richtige? Ah, die schon mal nicht. Also dann die da. Jawohl. Oha, aber die Zeit! Mama mia. Okay, ich nehme mir das mal mit. Nein, da wollte ich nicht... Oh Gott, zum Glück kann ich mehrmals. Ich wusste nicht, wie der wieder funktioniert. Oh Gott, ich bin gerade... Okay, ich muss die Blume mitnehmen. Nein! Nein, geht weg! Oh Gott, jetzt haben wir noch so lange... Oh nein, jetzt haben wir noch so lange Röhren. Oh Gott, wir werden verfolgt. Schnell hier rein. Tschüss. Komme ich jetzt direkt beim Ziel? Ja, ich komme beim Ziel raus. Alles gut, wir schaffen es. Ich hatte Bedenken, dass wir es zeitlich nicht schaffen, aber alles gut. Puh. Ich hatte echt Bedenken. Eieieiei. Das war ein sehr interessantes und langes Level. So. Dann haben wir jetzt 1-1, das erste 1-1. Wir haben jetzt nämlich dreimal 1-1. Und die sind jetzt fast aktuell vom Juli nämlich. Zweimal 14.07. und einmal 16.07. Okay, gucken wir rein. 1-1. Oha, 3 Sekunden. Okay. Mal wieder kürzere Level gebaut. Okay, wie kann ich das in 3 Sekunden lösen? Ich bin jetzt schon gespannt, wie ich das in 3 Sekunden löse. Ist hier das Ziel? Hier muss das Ziel sein. Drei Sekunden? Okay, wie geht das in 30... Okay, das muss ich ausprobieren. Gibt es da einen Glitch, dass man das irgendwie durch das Ding auslösen kann? Irgendwie so? Weil... Das ist das Einzige, was in 3 Sekunden möglich ist. Das ist das Einzige, was in 3 Sekunden geht.
Oder halt so irgendwie. Ja, super. Ah, da wollte ich nicht rein. Ups. Ach so! Das geht in 3 Sekunden. Ist gar kein Glitch. Ist gar kein Glitch. Alles klar. Ey, da kann man aber Leute verwirren mit. So kann man Leute total verwirren. Interessant. Ja, sehr schön. Jetzt kann ich, jetzt sind noch mehr Leute verwirrt. Hä? 2 Sekunden? Wie schafft man dieses Level in 2 Sekunden? Okay. Gut. Noch ein 1-1. Das diesmal länger. Ja, okay, das ist passiert. So, tschüss mit dir. Das war interessant gebaut. Ich will das eigentlich gar nicht auslösen. Da will ich aber auch nicht weiter. Das war schlecht. Das habe ich noch nie gesehen, dass man... Das ist ja voll witzig. Okay, wir wollen mal hier hochgucken. Ich habe da was gefunden. Oha! Was haben wir denn hier? Oh, hier geht's zu den Schlüsseln, okay. Oh! Ja, das war dann wohl das Ziel. Ah, ja, okay, okay, okay. Kleiner Geheimweg. Kleiner Geheimweg zum Ziel. So. Letztes neues Level. Dann haben wir auch fast 1,5 Stunden. Okay. Gib mir den Pilz. Danke. Okay, jetzt müssen wir hier warten. Da ist ein Schlüsseltürloch-Dings. Hier komme ich nicht durch. Hier komme ich durch. Wait, aber hier geht es ja trotzdem einfach weiter, oder? Ich glaube, ich brauche das Schlüsselloch gar nicht. Okay. Aber auch hier geht es ja weiter. Und wir sind ja in der Ebene, in der das Ziel sein muss. Es kann halt nur sein, dass ich noch nicht rankomme. Doch komme ich. Donk. Donk. Ui, 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 okay, alles klar. Alles, jawohl, Feuerwerk, jawohl. Alles klar. Gut, dann haben wir uns soweit alle 9 Level angeschaut. Das war jetzt auch, glaube ich, lang genug. Fast 1,5 Stunden. Ich hoffe, es hat aufgenommen. Das wäre sonst kritisch. Und haben damit jetzt wirklich alle Level aktuell gespielt. Von Sonne respektive Joris. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen.
Und ja, sage Tschüss. Wie ging das hier nochmal aus? Muss ich da unten drauf drücken?